Hier ist Christoph für DevFD und das ist unser Hands-on mit dem G510, dem Einsteiger-Smartphone von Huawei, das ab März für einen Preis von 219 Euro erhältlich sein sollte. Es kommt in den Farben Schwarz bzw. auch in Weiß, wobei hier das Schwarze etwas mit einer etwas geriffelten Oberfläche kommt, währenddem das Weiß einfach eine glatte, matte Oberfläche hat. Das Gerät kommt mit einem 4,5 Zoll Display. Es hat eine Auflösung von 854x480 Pixel, ist ein IPS-Display, deswegen auch die Betrachtungswinkel recht gut und die Farben auch schön satt. Vom Prozessor her, es kommt mit einem Qualcomm Dual-Core-Prozessor mit 1,2 GHz. Dann ist es lediglich 9,9 mm dünn, hat auch auf der Rückseite eine 5-Megapixel-Kamera mit LED-Blitz. Zudem gibt es einen 1700 mAh starken Akku, der auch für eine ausreichend starke oder lange Akkulaufzeit reichen sollte. Ja, das ist im Prinzip das G510 mit Android Jelly Bean und auch der Huawei Motion UI, die wir ja kennen vom MediaPad 10 FHD. Es gibt hier keinen App Drawer, lediglich hier ähnlich wie beim iPhone nur eine Ansicht, das heißt hier unten die Leiste und dann alle Applikationen, die man installiert hat, auf den Homescreen. Ja, das ist das Huawei SM G510. Ich bin Christoph von DevTechD.